Und jetzt eine neue Folge Shoshos Gaming TV. Moin Leute und herzlich willkommen hier zu meinem nächsten Kampf-Haustier-Guide-Video. Das ist der letzte Meisterzähmer, den wir hier haben. Die Bäuerin Nishi. Ich zeige euch mal unser Team. Das besteht einmal aus dem Nexus-Welpling mit Schwanzfeger, Mana-Vogel und dem Arkan Sturm. Dann ist das hier ein Level-Pad. Zu beachten beim Level-Pad ist, das sollte mindestens Level 12 sein. Aber da ihr ja schon ein paar Kämpfe gemacht habt, sollte das kein Problem sein. Und wer hätte das gedacht, ein Chrominius mit Biss, Heulen und Kraftzug. So, wir starten den Kampf. Berichtet mir von euren Reisen. Möge euch dieser Tag Freude bringen. Und beginnen mit unserem Nexus-Welpling und starten hier mit dem Arkan Sturm. Somit kontern wir den Wettereffekt von dem Sonnengedöns von der Sirene. Und dann machen wir so lange Schwanzfeger, bis die Blume im Dreck liegt. Das sollte so zwei, dreimal der Fall sein. Vielleicht sogar viermal. Das war's mit der Blume. Jetzt kommt sein Zahnbrecher. Wir wechseln aufs Levelpad. Das Levelpad deswegen mindestens Level 12, weil wir hier einmal passen müssen, um die Brut zu kontern. Dann wechseln wir wieder auf den Nexus-Welpling. Kriegen noch ein bisschen Schaden von der Brut. Dann kommt der Zahnbrecher zurück. Und dann machen wir Mana-Vogel. Der sollte jetzt sterben. Wir haben natürlich nicht so viel Glück, aber ein Schwanzfeger. Und die Rübe liegt im Dreck. Jetzt kommt sein Mutalus Brut, also eine kleine Morde. Wir machen Schwanzfeger, bis unser Nexus-Welpling stirbt. Und opfern den. Dann kommt unser Chrominius ins Spiel. Hier können wir dann direkt starten mit Heulen. Und Kraftzug. Sollte der noch ein bisschen mehr als 1400 Leben haben, 1500, dann macht ihr einmal Heulen, einmal Biss und dann den Kraftzug. Jetzt ist der Kampf beendet. Wir haben die Bäuerin platt gemacht. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.